Bye, bad, you will. Yo, was geht ab? Wir sind Chang und Alberto. Willkommen bei einer neuen Folge von Not Bad You Will. Return to Summer. Return to Summer. Alter Schwede, es ist so kochend heiß. Wir stehen hier gerade irgendwo zwischen Orlando und Cocoa Beach. Irgendwo am Highway, am Straßenrand. Und ja, uns gucken die Füße weg. Auf jeden Fall. Ich mach mal kurz mit unserer kleinen Kamera. Seht ihr mal hier ganz kurz die Umgebung. Also hier ist gleich der Highway. Und ja, es ist eine coole Wetteingang von einem Wettkandidaten, den wir schon mal hatten. Das war unser erster Wettkandidat, richtig? Richtig, und zwar Julian. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Hallo, mein Name ist Julian und ich werde mir jetzt in einer Minute mehr als 70 Mal mit den Füßen gegen den Kopf drücken. In einer Minute wollte er 70 Mal sich gegen den Kopf drücken, mehr als 70 Mal. Richtig, genau. Und hat dann im Endeffekt irgendwie 73 Mal geschafft, was schon unglaublich geleistet. Ja! Aber jetzt hat Julian was ziemlich krasses vor. Ich hoffe, er tritt uns jetzt nicht vor den Kopf. Ich würde mal sagen, schauen wir mal, was Julian so vorhat. Hallo, ich bin's wieder, der Julian, und ich wette, dass ich es heute schaffe, mir in einer Minute mehr als 100 Mal gegen den Kopf zu treten. Oh! Hart. Also ich habe ja jetzt, muss ich ganz ehrlich sein, mit was ganz anderes, also auch wieder was Verrücktes, aber was ganz anderes gerechnet. Aber dass er seinen eigenen Rekord brechen will. Aber wie vor allem 100 Mal in einer Minute, Alter? Der letztes Mal, das war doch schon unmöglich. Ja, okay, also er hat gesagt 70. Ich weiß es nicht. Warte, bei der Welt hattest du, glaube ich, bei der hattest du verloren. Ja, doch. Da ging es doch darum, was musst du nochmal machen? Ich erinnere dich, dass du was. Leute, mach das nicht nach. Ich kann nicht sehen. Du kriegst eigentlich. Wie will ich dir sagen, auch Schenk sei ein wirklich scharfer Typ. Ich erinnere mich. Bleibst du bei deiner Aussage wieder wie letztes Mal, dass er es nicht schafft, oder sagst du, dass er es schafft? Es ist schwierig zu sagen, weil 70 Mal, er hat es wirklich richtig knapp geschafft. Und wenn er diesmal noch einen oben drauf setzt, das ist 30 mehr in einer... Ich glaube nicht. Lass mal so echt bleiben, so, auch wenn es mutig ist. Wir machen so einfach ganz wie letztes Mal die gleiche Sache. Ich sag einfach, dass er es schafft und du sagst, dass er es nicht schafft, so wie letztes Mal. Okay, ich tendiere auch eher zum pessimistischen. Ich bin zwar eigentlich eher der Optimist, aber auf zwei. Okay, dann würde ich mal sagen, reingehauen. Moment, aber ich hau doch nicht auf irgendwas rein, wo ich noch nicht mal den Wettereinsatz kenne. Wir sind ja jetzt gerade hier in Florida, hier ist es wirklich ultra heiß. Wie ihr seht, wir können die Augen kaum öffnen, die Sonne prallt einfach nur. Ihr könnt wahrscheinlich sogar den Schatten der Kamera da richtig mit dem Sessel reingebrutzelt sehen. Ne? Und wir haben uns das jetzt so überlegt, wir wollten eigentlich gerade zum Strand fahren, aber wir haben nur ein Handtuch dabei. Und es ist ja wirklich kochend heiß und wir haben ja eine schöne Hütte, was einmal eine schöne Tür zu machen, die wirklich und dann noch eine schöne Fellmütze. Also die macht auch nochmal richtig, hält auch nochmal richtig warm. Und wir machen nochmal so, der Verlierer, Cenk, der Verlierer von uns wird hier ausgesetzt quasi, zieht sich die Felljacke und die Fellmütze an und bleibt dann für 4 Stunden hier. Da gibt's doch nichts. Ja, ich weiß. Das heißt, der Gewinner darf zum Strand fahren, darf chillen und darf seinen Spaß haben und holt den Verlierer dann abends auf dem Weg hier ab. Aber das Ding ist, es müssen die ganze Zeit diese Klamotten angezogen sein. Und ich habe auch nur mal sicher, meine andere Kamera habe ich voll aufgeladen. Das heißt, die hält jetzt locker für 4 Stunden und man kann auch genau kontrollieren, ob die Sachen ausgezogen sind. So, wie ist das eigentlich? Die Kamera bleibt auch hier. Die Kamera bleibt auch hier. Und überwacht das Ganze. Genau, also es ist sozusagen, die sind als Überwachungskamera. Krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das jetzt schon mit kurzärmigen Händen schon kaum noch aus. Und ich meine, wir haben hier um das Auto rum auch noch alles voll mit Sand, Staub und ein bisschen weiter weg. Klar, da ist ein bisschen Wasser, aber vor allem kommt das ab nicht rüber, weil die ganzen Autofahrer sehen dann ja. Und hier ist ja wirklich nichts, du kannst dich nicht verstecken. Scheiße, ey. Also, bist du dabei? Ja, komm. Ich würde mal sagen, liebe Leute, also ihr scheint auf jeden Fall nicht mal ein. Ich bin mal gespannt, ob Julian es schafft oder nicht, ey. Bei brütender Hitze hier sitzen. Aber Julian, 100 Cupcakes in einer Minute. Ich weiß gar nicht, warum ich sage, dass er schon von dir geht. Naja, egal. Ich würde mal sagen, liebe Leute, ihr schreibt in den Kommentaren, schickt uns schöne E-Mails und wir sagen wie immer, gute Wette. Ab ins Bett. Bye, bad, you will. Servus, ich bin der Florian, bin 17 Jahre alt und komme aus Wien und ich wette, dass ich mir diesen Nagel bis zum Anschlag so in die Nase führen kann. Was jetzt ist ein echter Nagel, nichts gefaked hier.
irgendwann mal los. Leg dich mal aufs Bett, ich mach doch den Rest der Sendung kurz fertig. Kein Problem, wa? Cheng, den geht's natürlich jetzt nicht so gut, aber auf jeden Fall Respekt an Julian. Aus Sicherheitsgründen haben wir natürlich wieder unsere schöne Panty-Tüte hier. Immer noch da drin. Ist schon einiges drin. Da ist schon einiges drin, da ist Zimt drin, Chicken Wings sind da noch drin, Butter ist da drin.